Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von GTA Online. Wir testen heute mal den BMW gegen den Audi. Schon ein bisschen ein unfaires Duell fast, denn der BMW ist ein Sportwagen und der Audi ist eine Limousine. Beides gehört aber dennoch zur Kategorie Tuner und sind eben zwei Fahrzeuge vom Tuner-DLC. Aber ich habe gedacht, könnte ja sehr interessant sein. BMW eine beliebte Marke, Audi eine beliebte Marke. Und ja, schauen wir uns doch einfach mal an, was sie so drauf haben. Auf der linken Seite sehen wir jetzt ein Audi und auf der rechten Seite sehen wir ein BMW. Ich fahre jetzt dann gleichzeitig über die Ziellinie und dann haue ich eben hier die schnellste Runde raus. Ich habe jeweils fünf Runden, habe ich jeweils, eingestellt, um dann einfach rauszufinden, welches Auto im Ende dann eben die schnellere Zeit hinscheppern kann. Der BMW, wie gesagt, ist halt ein Sportwagen und der Audi ist eine Limousine. Und das Ganze ist auf Büroschluss, ist eben eine Strecke mit einem größten Topspeed, da geht es eher um Topspeed. Nachher kommt dann noch Home Street Home, wo es dann mehr um Kurvendynamik geht und ganz zum Schluss kommt dann nochmal wirklich reiner Topspeed, eine lange Gerade, eine Minute. Ich hätte mir auf jeden Fall den Unterschied größer vorgestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so gleich sind. Man sieht es ja hier jetzt, ich habe mit anderen Spielen jetzt auch noch gespielt. Hier sehen wir es beim Audi auf der linken Seite, da fährt noch einer da vorne rum. Ist jetzt, irrelevant, ja, den können wir jetzt mal hier vergessen. Das ist jetzt jeweils eben die schnellste Runde, die ich hier eingeblendet habe. Ich habe jetzt hier mit dem Audi einen kleinen Patzer gehabt. Aber ich sag mal so, den muss ich mal verzeihen, aber wir sehen schon, wir sind eigentlich wirklich hübsch gleich schnell, sind wir. Danach gibt es jetzt auf jeden Fall dann noch ein Video. Nicht ein Video, aber ich zeige euch dann noch, wie wir auf Home Street Home fahren, wo es dann wirklich auch um Ding geht. Hier bin ich jetzt mit dem BMW noch ein bisschen, kann ich noch ein bisschen Zeit rausholen. Wir sehen jetzt gleich den Zeitunterschied. Wir haben hier einmal beim Audi eine 1.13.3 und beim BMW eine 1.12.3, also war der BMW jetzt eine Sekunde schneller. Also man kann schon fast sagen, ist eigentlich hier auf der Strecke dann hübsch gleich schnell. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall direkt einen fliegenden Start hier rein bei Home Street Home. Der BMW wieder auf der rechten Seite, das war jetzt meine schnellste Runde mit 1.7 hier, aber jetzt haue ich hier definitiv noch eine schnellere Runde raus. Hier merkt man, da muss ich schon sagen, einen größeren Unterschied, denn der Audi, der lässt sich wirklich sehr, sehr, schlecht fahren in den Kurven. Da ist der BMW wirklich um einiges besser. Vor allem habe ich mit dem Audi, ich muss es ehrlich gesagt so sagen, ich habe wieder 5 Runden eingestellt, habe mit dem Audi aber doch insgesamt das Ganze 3-mal gemacht. Also ich habe 15 Runden gebraucht, bis ich mit dem Audi mal eine schöne, saubere Runde hinklatschen konnte, was mit dem BMW wirklich wesentlich leichter ging. Mit dem BMW habe ich gleich 5 Runden eingestellt, habe wirklich jede Runde fast fehlerfrei eine gute Runde hingeklatscht, weil er sich halt einfach leichter fahren lässt irgendwie. Und der Audi, der lässt sich ein bisschen, ist ein bisschen komisch zum Fahren, er ist nicht wirklich für Kurven geeignet und deshalb macht dann der BMW hier auch das Rennen und gewinnt hier doch ein bisschen deutlich sogar, wie wir jetzt gleich sehen von der Zeit, also BMW auf der rechten Seite 1 Minute 6,4 und links der Audi mit 1,8, also eine gut 1,5 Sekunden schneller, ist natürlich jetzt auch nicht der riesengroße Unterschied, ne? Also ich hätte gedacht, der Unterschied wäre wirklich größer, denn wie gesagt, Sportwagen gegen Limousine, aber jetzt habe ich gedacht, jetzt hauen wir nochmal hier einmal einen Test raus, wie es denn wirklich hier mit der Endgeschwindigkeit ausschaut. Ich bin bei 3 einfach dann, also ich habe einfach das Gas gedrückt, durchgehend, keinen Schnellstart gemacht, da ist der BMW ein bisschen besser, aber weggekommen, muss ich sagen. Der Audi hat da ein bisschen mehr Probleme gehabt, also der Audi, der dreht da ein bisschen mehr durch, ne? Also gut, aber darum sehen wir auch hier, dass der BMW jetzt einen Vorsprung hat, aber ich kann jetzt schon mal im Vorhinein sagen, der BMW wird seinen Vorsprung nicht ausbauen können, sondern der Audi auf der linken Seite kommt langsam immer näher und näher. Ich zeige jetzt hier nochmal ein bisschen hier die Autos her. Man hat jetzt schon gesehen, der Audi ist jetzt schon einen Ticken näher wie beim BMW und somit kann ich dann auch eigentlich schon mein Fazit zeige ich dann danach, ich lasse es jetzt mal ablaufen, es dauert knapp eine Minute, dauert es hier, aber da vorne ist jetzt schon wieder die Ziellinie und der Audi konnte jetzt wirklich noch gut aufholen und im Ende hat der Audi dann sogar tatsächlich gewonnen. Ich hätte zwar gedacht, dass der BMW hier schneller drin ist, aber wir sehen es jetzt eben hier, der BMW 56,6 und der Audi 56,5, also eine Zehntel schneller, aber
Der Audi war jetzt nicht wirklich schneller. Ich meine, ein bisschen schneller war er, ja klar, definitiv ist der Audi der Sieger. Aber für Rennen kann man es jetzt wirklich mal ja schon vernachlässigen. Der BMW ist da dafür in den Kurven wirklich um einiges schneller. Aber ich würde dennoch sagen, Finger weg vom BMW, Finger weg vom Audi. Denn es gibt definitiv bessere Tuner und da gehören die zwei definitiv nicht dazu. Ich werde definitiv nächste Woche, vielleicht Ende nächste Woche am Wochenende, ich muss mal schauen, wie ich dazu komme, werde ich mal ein Video machen, wo ich die drei besten Tuner vorstelle, die sich eben am besten für die Straßenrennen eignen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen und ja, könnt mir auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, welches Auto ihr auch optisch oder generell halt besser findet, ja, ob ihr selber mit so einem Auto fährt. Und ja, in dem Sinn würde ich jetzt einfach mal sagen, ich bin draußen, haut rein, euer Luzi und ciao.